Hallo, liebe Zuschauer, in diesem Video erzähle ich euch über sibirische Sorten von Tomaten. Ich mag diese. Warum denn? In Sibirien sind die Winter lang und kalt und die Sommer warm, sehr heiß sogar und kurz. Und die Wissenschaftler, die mit Tomaten beschäftigt sind, die haben solche Sorten hergestellt, dass diese Sorten sehr schnell reif sind und schmecken super lecker, super süß, genau mein Geschmack. Ich mag natürlich klein bisschen Säure in Tomaten, kleine Note und überwiegend süße Note. Und so haben die fast viele Tomaten mit dieser großen süßen Note. Deswegen kaufe ich diese Sorten, wenn ich das kann, oder ab und zu mal bringen meine Freundinnen und schenken mir. Und das züchte ich dann. Und in diesem Sommer sind bei mir überwiegend große sibirische Tomaten gewachsen. Schaut ihr bitte, das ist Beerentatze. Da, was ihr bis jetzt gesehen habt, das ist Sorte Beerentatze. Und wenn ich die schneide, das ist so saftig, das ist wie bei Wassermelone, so in Reihen. Die sind ziemlich groß, eine der größten Tomaten in meiner Kollektion dieses Jahres, schmecken super gut, hohe Pflanze. Und diese Tomaten aus Serie Sibirischer Traum sage ich euch allen bitte lieber im Gewächshaus oder schon sehr gute Überdachung müsst ihr haben. Sonst, wenn es regnet länger als 10 Tage, faulen diese Tomaten. Die sind sehr saftig, die sind nicht lagerfähig. Also Woche höchstens noch 10 Tage bestimmt, wenn man die noch nicht ganz reif abmacht. Aber sonst super, super Tomaten und diese Beerentatze als erste, habe ich euch vorgestellt. Zweite sibirische Tomatenpflanze heißt Sorte Kraft von Sibirien oder sibirische Kraft, so grob übersetzt. Man kann sehen, die jungen grünen Pflanzen, die in diesem Frühjahr ich gezüchtet habe, die sehen so aus, haben wenig Blätter, sind zu hoch gewachsen, weil der Frühling zu lange war, zu kalt war, und die sind länger, haben die Zeit im Keller verbracht. Aber normalerweise sind die genauso mit wenig Blättern, so schwach aussehend, aber wenn da die im Sommer die dann wachsen, da sind hohe, kräftige Pflanzen mit großen Tomatenfrüchten. Also ab 200 Gramm geht los, kleiner gibt es bestimmt nicht. Aber als Ausnahme nur ganz oben bei der Pflanze. Da kann man sehen, diese sibirische Kraft, grüne, noch kleinere Tomatenfrüchte, die werden später groß, rot, knallrot, und natürlich Geschmack, das ist hervorragend. Ich kann keine Sorte aus diesem Set nennen, die schlechten Geschmack hat. Die sind alle wunderbar lecker. Und man kann Salate, habe ich jeden Tag gegessen aus sibirischen Sorten. So schön sehen die Tomatenfrüchte aus. Die sind wirklich Tomatenfrüchte, so rund, ein bisschen gerippt, knallrot, lecker, saftig, für Salaten geeignet, für Sorten. Die nächsten zwei Sorten, sibirisches Herz Orange und sibirisches Herz Rosa. Da zeige ich wieder die jungen Pflanzen mit wenig Blättern, ein bisschen, wie ob die geschwächt aussehen. Aber guckt ihr bitte die großen Pflanzen, was für prachtvolle Pflanze und nicht wenig Laub. Und was für
Tomatenfrüchte, das ist ein Märchen, geschmacklich und für Augen auch, so ein bisschen längliche Form. Super. Die orange gefärbte Tomaten, die sind für Diabetiker, für Kinder und für die Menschen mit Magenproblemen geeignet. Da habe ich die Tomate geschnitten. Man kann sehen, es sind wenig Samen, aber alle gut und super schmeckende Tomaten haben wirklich zu wenig Samen. Das kann ich bestätigen. Und sehr saftig und sehr aromatisch. Und jetzt rosa gefärbte Tomaten aus dieser Sorte, sibirisches Herz, die sehen so genauso märchenhaft aus, schmecken genauso super lecker und sind für Salate, für Soßen, für Säfte geeignet. Also kann nur die beste Note diesen Tomaten geben. Nächste Sorte heißt Geheimnis der Natur. Da sind mehr Farben bei dieser Tomate und gelb, orange, rosa, rot. Besonders sieht man das bei dem Schnitt so schön. Und je heißer der Sommer ist, desto mehr rote Farben hat die Tomate, so wie die da links, die ist röter als die rechte war. Und so wunderschöner Farbenverlauf ist innen drin und außen auch natürlich. Die Tomate, wie die anderen Tomaten von sibirischem Traum, die sind alle hochwüchsig, bis 2 Meter hoch natürlich, haben im Durchschnitt 400 Gramm schwer ist Tomatenfrucht von Geheimnis der Natur. Aber natürlich können und kleinere und größere noch auch sein. So wirklich, Geschmack ist super. Sogar merkt man gar nichts, kleine Säure, nur süß, fruchtig. Und es gibt verschieden gefärbte, mal mit Flecken, mal solche, mal andere Variante, aber alles so rot, gelb, orange, rosa, so auch aussehende. Sehr schön. Da sehen Sie junge Pflanzen von der Sorte Gordost Sibiri. So klingt auf Russisch und auf Deutsch übersetzt Stolz von Sibirien. Wirklich, die Wissenschaftler, die diese Sorte hergestellt haben, können stolz sein, weil das ist wirklich eine super Sorte mit wunderbarem Geschmack und schönen Tomatenfrüchten. Hier hat Kamera wieder schlecht aufgenommen, alte Kamera, aber bald wieder die neue und dann wird da ist Bild schon wieder schön. Tomatenfrüchte sind im Durchschnitt 250 Gramm schwer. Das ist frühreifende Sorte. Die Höhe von Tomatenpflanze ist ungefähr 1,5 Meter. Früchte sind fleischig und sehr, sehr lecker. Und die Sorte ist überhaupt sehr gut ertragreich. Alle loben diese Sorte, wer gezüchtet hat, und besonders sagen, das ist ein der besten Tomatenpflanzen, die es in Sibirien gibt. Hier habe ich sogar auf Deutsch geschrieben und auf Russisch auch, dass niemand vergisst, was für gute, schöne und leckere Sorte das ist. Stolz von Sibirien, Gordost Sibiri. Ich habe natürlich alle Tomaten, die ich hier lobe, selber gezüchtet und probiert. Da sehen Sie die Tomatenpflanze von Sorte Pudovik. Wie alle hochwüchsige sibirische Tomatenpflanzen sieht die so schwach aus, mit wenig Blättern.
aber dann werden kräftige Pflanzen mit dicken so Zweigen. Und wenn die reif ist, so sehen die super Tomatenfrüchte. Das Aussehen ist eins, aber mit leckerem Geschmack. Pudavik hat sehr leckere, kräftige Früchte und gute Ernte jedes Jahr. Da war bei mir Kamera schlechter bestellt, habe ich die zurückgeschickt. Sie hat alles dunkel gezeigt, braun, wie ob alles krank ist. Die Früchte von Tomatensorte Pudavik haben einen süßen Geschmack und weiche Schale. Tomatenpflanzen sind resistent gegen Kälte und Hitze und sogar mehrere Tomatenkrankheiten. Das ist mittelfrühe Sorte, braucht 110 Tage, wenn die Früchte reif sind seit Keimung. Früchte sind ungefähr 200-300 Gramm schwer, ausnahmsweise bis 800. Herrlicher Geschmack mit reichhaltigen Aromen. Tomate auf Russisch heißt Sibirskaya Korona und auf Deutsch übersetzt Sibirische Krone. Sie sehen wieder, die jungen Pflanzen sehen nicht so besonders aus, aber die sind alle so. Und super prächtige Tomatenfrüchte, die haben wenig Samen, so circa 300 Gramm schwer. Rote, herzförmige und sogar diese Tomaten können ohne Schutz wachsen. Die sind kälteresistent, natürlich viel Regen vertragen keine Tomaten. Aber nach dem Geschmack, die sind wie alle sibirische Sorten, hervorragend, süß, sogar ohne Säurenote. Haben auch wenig Samen. Und hier, liebe Zuschauer, kann man sehen, andere Sorte, die aus Sibirien auch, heißt Minusinskije Stakane. Minusinski, das ist die Stadt in Sibirien, heißt Minusinsk. Und Stakane, das ist so Geschirr, nicht wie Tassen unsichtbar, sondern aus dem Glas mit länglicher Form. Und wie man sieht, die Tomaten haben auch längliche Form. Es gibt Paprika zum Beispiel, rund, so pummelig. Und es gibt Paprika wie Romero, hat längliche, Spitzpaprika, längliche Form. Und diese Tomaten auch, die schmecken super gut. Alle Menschen, die diese Tomaten gepflanzt haben, dann gegessen, später sagen, umwerfend. Geschmack ist umwerfend. Und diese Tomatensorte bleibt bei mir für ewig, für immer und ewig. Und natürlich, die haben recht, ich habe auch in diesem Jahr zum ersten Mal diese Sorte ausprobiert, die alle sibirischen Sorten, über die ich hier in diesem Video erzähle, haben mir alle sehr gut gefallen. Manche sehe ich zweites Jahr aus, manche drittes, aber diese Minusinskije Stakane zum ersten Mal und ich bin auch begeistert von, davon, wie die aussehen und wie die schmecken. Die Tomatenpflanzen sind hochwüchsig, eigentlich alle Tomaten in diesem Set sind hochwüchsig. 1,5 Meter, das ist die kleinste Tomaten, mehrere 2 Meter oder noch mehr bisschen. Aber im Gewächshaus, wenn nicht zu hoch ist, kann man spitze dann später und muss man so ungefähr im Mitte August abschneiden, dass die nicht zu lange wachsen, sondern mehr Früchte geben. Was kann man noch sagen? Wenig Samen hat eigentlich diese Sorte und die Tomaten reifen nach und nach.
Immer gibt's was zum Essen, immer leckere Tomaten für Säfte oder Soße, aber Unterschied zwischen diesen Tomaten und anderen sibirischen Sorten, diese Sorte Minusinski Stakane kann man länger lagern lassen. Die bleiben liegen länger als andere große sibirische Tomatenfrüchte, weil vielleicht nicht so viel Saft innen drin ist, weniger als bei anderen Sorten, die ich in diesem Set Ihnen gezeigt habe. Viel Zuckergehalt, aber es gibt Minusinski Stakane Orange, wo weniger Zuckergehalt ist, schmecken auch gut, aber dann mehr für Diabetiker. Weil so viel Tomatenfleisch drin ist, man sagt, das schmeckt wie Wassermelone. Fleischig, zuckrig. Mittelfrühe Tomate seit der Keimung braucht dann 100, 110 Tage, wann wir Tomaten essen dürfen. Tomatenfrüchte sind im Durchschnitt 200 Gramm schwer und es gibt schwerere oder leichtere. Link um zu kaufen, die Samen, befindet sich unter dem Video in der Beschreibung, falls jemand Interesse dafür hat. Tschüss!